Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sacred Gold, der nassigen Nuzlocke Challenge. Und wie ich sehe, hat er die Arena nicht gemacht. Ich so, Schatz, hast du die Arena nicht gemacht? Er so, nee, ich war unter der Route von Ebenholz. Ich so, ah ja, na, hat er wirklich nicht. Welches Level? Aha. Ich muss ja ehrlich gestehen, dass ich denke, dass wir Probleme kriegen bei dem Level. Ehrlich gesagt, möchte ich alle noch ein bisschen höher trainieren, aber ich weiß nicht, ob das so einfach geht. Gute Frage, nächste Frage. Warum kann er Stärke? Ich meine nicht, ob das so reicht, ne? Haben wir eigentlich eine Special Defense Wall? Nicht richtig, ne? Eigentlich gar nicht. Das da ein bisschen, aber nicht wirklich. Das ist die physische. Weil ich muss mir das jetzt wieder einprägen. Ey, dass Lucario mal der mit dem höchsten Spezialangriff bei uns wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Also Leute, ich weiß nicht, ich möchte noch... Hab Angst, ich möchte lieber ein bisschen overleveln, anstatt dann alle Pokémon zu verlieren. Ha! Stellt mich einfach so in der Arena ab, ey. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich trainiere jetzt nur eine Runde. Nur ein bisschen, nicht viel. Vielleicht höchstens bis Level 55. Höchstens. Wenn ich das überhaupt durch... Okay. Wenn ich das überhaupt durchhalte. Okay? Wir sehen uns dann gleich wieder. Und ich habe mich entschlossen, dass ich Donphan mitnehme. Wieder. Also für Galoppa. Weil erstmal habe ich Donphan vermisst. Meinen Joker. Und... Oh, das ist Jokina. Nein, hier mein Joker. Weil jetzt sind ja die Folgen oben, wo ich das gerade gefangen habe und so. Und alles, oh, Joker, cool und so. Und dann haben wir auch noch ein Feuer-Pokémon in Reserve. Weil dann gehen nicht direkt beide drauf, wenn ich jetzt gleich alles umbringe. Und ja, willkommen zurück im Team, Joker. Dich werde ich als erstes trainieren. Und ja, dann lernst du auch Eissplitter, was sehr gut sein wird gegen die Arena. Und... ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ich gehe jetzt auch gleich nochmal was einkaufen. Dann kann ich euch ja wohl noch mitnehmen. Und dann sehen wir uns gleich vor der Arena-Leiterin wieder. Ich kaufe mal so 12 Hyper Potions, damit wir 30 Stück haben. Aber sonst können wir nichts kaufen, ne? Max Potion, ne? Okay, und 448 Full Heals haben wir. Woher die auch immer kommen, der meinte, in Anemonia City waren die schon da. Ich so, nö, keine Ahnung, hab ich nicht gesehen. Also, ja, also bis gleich, Leute. So, ich habe trainiert. Das Ganze sieht so aus. Der Uri, also alle auf Level 55. Denk nicht, dass es viel overlevelt ist. Vielleicht 3-4 Level oder so. Und, ja. Sieht alles eigentlich gleich aus. Außer natürlich unser Joker. Der hat jetzt Earthquake von selbst gelernt und auch Ice Shard auf Level 46 Earthquake und auf Level 54 Ice Shard, genau. Und Ice Shard, was auch immer. Und ich habe ihm ein Choice Band gegeben. Ich muss daran unbedingt denken, weil ich denke, dass er sowieso nur, wenn dann eine Sache aushält und ist Sturdy dann. Ja, und sonst sieht alles gleich aus. Wir starten mit Uri, weil er eine Dragon-Resistenz aufweist. Und ich bin die Segi aus Neubokia. Und ich fordere dich, den letzten Johto-Leiter, zum Kampf heraus. Du, und warum fängt meine Katze jetzt an zu miauen? Luna! Hey, wir sind jetzt im Arena-Battle! So. Also, ein Dragonier auf Level 48, okay. Ein bisschen hoch, ne? Aber egal, wer weiß.
Who knows? Okay, dass ich das jetzt one-hitte, hätte ich aber wirklich nicht. Okay, Gyarados haben wir schon richtig vermutet, weil wir haben gerade gerätselt, als ich am Trainieren war, ich so, was könnte die haben? Und dann haben wir beide so gedacht, ja, Rutalanda und das und das und ja, Gyarados war auch mit dabei. Aber wir haben mit Sparky, er hat jetzt einen Namen, das habe ich ganz vergessen. Sparky angelehnt an das Anime-Poke, also an das Anime-Pikachu von Richie, Sparky. Und ja, hoffentlich erweist Sparky uns einen lieben Dienst. Oh, Critical! Okay, weil ich glaube nicht, dass... Okay, noch ein Dragonair. Da können wir wieder auf Uri wechseln. Habe ich doch zu hoch trainiert. Aber ich habe Angst, dass wir was verlieren. In der Nuzlocke ist das halt eben so. Bitte mach mich da... Okay, jetzt ist es schwer. Also doch ein Brutalander. Ich habe jetzt ein paar Möglichkeiten, die ich aber... Das könnte auch Fireblast. Das könnte aber auch Draco Meteor. Das könnte auch Dragon Dance und dann Rudern voll machen. Das könnte so viel. Ich schick mich raus. Ja. Weil wenn es wirklich Fireblast kann, dann lasse ich lieber mich sterben anstatt Uri. Das ist einfach so. Und dass ich mit Leaf Seed jetzt nicht getroffen habe, gut. Ich weiß nicht, was kommt. Das kann aber nicht irgendwie eine Wasserattacke erlernen, oder? Weil dann würde ich jetzt sogar Torchlight schicken. Oh, ich weiß nicht. Ich habe Angst. Joker hält speziell nichts aus, ne? Ach, gar nicht. Jetzt war gesagt, ich schicke Joker. Ja, aber nee, lieber nicht. Weil ich Angst um meinen Joker habe, weil ich... Aber was könnte das denn? Ich schicke Uri wieder raus, glaube ich. Oder ich könnte ein bisschen Damage mit Sai... Aber ich weiß halt nicht. Lieber nicht. Habe ich Sayo eigentlich... ja, habe ich. Oh, Leute, es ist so schwer. Tut mir leid. Warte. Ich soll ruhig und bedacht spielen. Ruhig und bedacht. Wenn ich wüsste, ob das Hydropumpe oder sowas lernen kann oder Surfer, das weiß ich halt nicht. Ich schieb Torchlight raus. Na, das war ja schon mal nicht so schlecht. Jetzt war ich confused, Ray. Bitte Glück. Lass mich nicht im Stich. Okay. Alles ist gut. Das wird jetzt bestimmt keine Wasserattacke, keine Feuerattacke mehr machen. Deswegen schicke ich jetzt Uri. Okay, es kann Hydropumpe lernen. Ist Uri schneller? Ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, das ist jetzt. Ah, ich hab's geschafft. Okay. Oh, Altaria. Boah, meine Nase macht mich gerade voll verrückt. Da spielt man eher physisch eigentlich, ne? 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 Das hat auch dieses Natural Cure, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, dass es nicht so lange schlafen wird. Ich schick Joker, glaube ich, sogar. Ich möchte Vagina nicht sterben lassen, weil Regi gerade zu mir meinte, bitte pass gut auf Vagina auf, weil das habe ich sehr gern. Und dann lasse ich lieber mein Pokémon dafür sterben. Deswegen Joker enttäuscht mich jetzt nicht. Ich glaube,
okay. Jetzt schicke ich mich. Und einmal Spore. Okay, ich spiele ruhig und bedacht. Ballet zieht einfach mal. Komm schon, nochmal. Nochmal. Nochmal, 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 nochmal. Nein. Okay, das ist aber eigentlich gut. Jetzt zweimal. Ja, okay, zweimal trifft C. Ja, ich hab's geschafft, auch dass der Pokémon gestorben ist. Okay, liegt das jetzt daran, dass ich overlevelt habe? Ein bisschen vielleicht, ne? Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm, aber ich hatte irgendwie Angst, teilweise mit Level 50 noch reinzugehen. Ich hoffe, das war nicht schlimm. Weil dann wäre ich auf dem selben Level wie Brutalanda gewesen. Vielleicht wäre das dann schneller gewesen, hätte unser ganzes Team geraped. Wie ich gerade Ausreden suche. Aber egal, ich habe es jetzt geschafft. Und das ist egal. Ja, okay. Ja, wir haben es geschafft. Sie leben alle noch! Ich dachte, Vagina spielte eine größere Rolle, aber anscheinend nicht. Oh, bin ich gerade erleichtert, das glaubt ihr mir gar nicht. Ah, hoffentlich stirbt jetzt nicht noch irgendwas, aber glaube ich nicht. So, und wir lassen auch Lucario vorne. Bin gerade am überlegen. Ich habe schon Schutz gekauft, ne? Kann mich ja ganz dunkel dran erinnern. Und Sparky lebt auch noch, das hätte ich nicht gedacht, weil ich dachte, diese Crits, ich glaube, die haben echt was ausgemacht, weil ich glaube, manche Pokémon werden nicht gestorben. Zum Beispiel Altaria oder Gyarados. Auf keinen Fall. Glaube ich einfach nicht. Wow. Hab Angst. Wow. Ein Medikab Level 5. Und jetzt muss ich den Schutz sprühen. Gleich. Ha! Ich brauche Whirlpool, ne? Ah, ich muss das jemandem beibringen. Ich glaube, Vagina muss das lernen. Moment, nee, das geht so nicht. Ich habe gerade echt Angst, dass ein wildes Pokémon kommt. Moment. Das darf nämlich einfach nicht sein. Ich habe doch eigentlich... Da. Also Mix Ripple. Oh, jetzt kann nichts passieren, ey. Weil, ich gucke jetzt mal kurz auf der Box, weil wenn da was ist, dann lasse ich das Vagina deutlich lernen. Das wäre doch total behindert. Weil das ein Kack-Move ist, einfach. Natürlich könnte ich kurz... Nee, ich brauche ja Surfer. Aber Surfer kann ja auch Raichu. Ich gucke jetzt erstmal, wer das überhaupt lernen kann. Mein Gott, ey. Ist ja schlimm mit mir. Meine Unentschlossenheit. Ich muss mal hier ein bisschen... Whirlpool, so. Er kann das lernen. Dann mache ich jetzt was. Ich gehe zum Move-Deleter und delete ihm eben mal Surf. Und dann... Raichu kann ja Surfer. Und dann mache ich das aber gleich wieder rückgängig. Und ich weiß gerade nicht, wo. Ach, halt die Fresse. Warum unser Lucario uns immer noch nicht Maximum lieb hat, weiß ich aber auch nicht. Finde ich komisch. Naja, ist es hier? Ah ja, der Alte, ne? Ah, schade. Hä? Ich dachte, das... Hä? Hier? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der hier war. Oh, nee. Jetzt ist der hier nicht mal. Hä? Eigentlich war ich mir hundertprozentig sicher. Der war früher mal hier. Okay, wir lassen das einfach und gucken erstmal auf der Box. Sieht ja eher nicht so aus, ne? Ah. Moment, kann Wingull das lernen? Das finde ich jetzt aber ein bisschen krass. Tschüss. Moment. Oh, ich glaube, ich lasse Wingull sogar im Team und verpasse ihn dem Schock des Lebens. Dann denkt er, dass Vagina gestorben ist. Nee, kann er leider nicht. Nee, da muss ich Vagina leider mitnehmen. Ach, schade. Oh, ich wollte einfach ein bisschen gemein sein, aber gut. Lassen wir das. Müssen ihm leider das beibringen für Protect, denke ich mal dann. Ja, ist sinnvoll, oder? Weiß ich nicht. Protect, ich kann mit Protect irgendwie nichts anfangen. Ach komm, Protect, scheiß auf Protect, wer braucht das schon? Tschüss. Aber wahrscheinlich killt Regi mich jetzt gleich wieder, aber egal. Ich denke, er ist froher darum, dass es noch lebt.
Dass alles noch lebt. Ja. Ach, ich bin ja gerade so froh, ey. Gott sei Dank. So. Ja, jetzt hier erstmal noch surfen. Hier ist egal, ob wir einen Schutz benutzen. Weil das Pokémon möchte ich gerne noch holen. Und das nehme ich auch nicht ins Team, glaube ich. Also für meine Pokémon nicht. Ich habe Joker, Sparky und wen noch? Weil irgendwie Uri, Vagina, Torchlight und Sayu sind irgendwie für ihn drin eigentlich mehr. Ich mag Kappels zwar, aber... naja, nehme ich es mit auf meine Seite. So. Ach nee, habe ich ja schon beigebracht. Oh mein Gott, ich muss einen Schutz sprühen. Irgendwie bin ich gerade voll durch den Wind. Ich kann es immer noch nicht fassen, Leute. Ich kann es nicht fassen. Ich dachte echt, das geht eins drauf. Ohne Scheiß. Ach, jetzt muss man hier auch noch kämpfen, ne? Vielleicht geht ja jetzt eins drauf. Jetzt, wo ich so rumschwärme, dass keins drauf gegangen ist. Nee, daran sicher nicht. Tschüss. Wenn ich das von der Arenaleiterin one-hitte, dann das hier sowieso. Mach's gut. Hau rein. Grüß die Engelchen von mir. So. Da oben ist noch eine Trainerin. Und da sind... Boah, das sind nur noch zwei. Aber ich gehe jetzt erstmal das Ding holen. Weil ich Angst habe, dass hier doch ein Pokémon kommt. Was vielleicht doch ein Level höher ist oder so. Und dann... Oder gleich im Levels. Dann hätten wir ein ganz kleines Problemchen. Deswegen gehe ich jetzt erst hier rein. Dann mache ich die Trainer. Keine Angst. Good to see you here. No need to explain why you came. Claire said you here, didn't she? Yes. That girl is handful. I'm sorry, but I must test you. Not to worry, you are to answer correctly. Only, oops, a few questions. Ready, what are Pokemon to you? Ellie, Junior, friend. Friend. Oh, I understand. What helps you to win battles? Cheating, training. What kind of trainer do you wish to battle? Anyone. Eigentlich nicht. Oh, I understand. What is most important for raising Pokemon? Love. Oh, I understand. Strong Pokemon, weak Pokemon, which is more important? Both. Oh, I see. You care deeply for Pokemon. Very Segi, don't lose that belief. I will see you through at the end of the Pokemon League. How did you go? I guess there's no point in asking. You did fail? What? You passed? It can't be. Spuck. You're lying. Even I haven't been approved. Oh, this child is in skill and spirit. Admit defeat and the rising badge. Oh, must I inform Lance of this? I understand. Here, this is the rising badge. Hurry up. Take it. The rising badge will enable your Pokemon to use a move for climbing waterfalls. Also, all Pokemon will know you as a trainer and obey your every command without question. Claire, reflect upon what is that you lack and this child has. Yeah. Wo gibt's das denn? Wo gibt's das? Wo gibt's das? Eine Sekunde. Wo ist die Maus? Wo ist die Maus da? Also eigentlich kriegt man das von dem da oben. Ich verpinkel mich mal ganz kurz hier raus. Ah ne, stopp, erst gehe ich nach rechts. Und dann... Ne, hier war das nicht. Ah, hier. Und dann gehe ich nochmal da rein. Dragonfang, recht cool. Weil eigentlich kriegen wir hier ein Dragonier mit Extreme Speed. Eigentlich, auf Level 45 ist das. Aber irgendwie gibt er uns das nicht. Vielleicht, wenn ich jetzt nochmal reingehe?
Komisch. Verstehe ich nicht. Muss ich meinem Schatz mal sagen? Ha. Schnell den Reflekt wieder drauf. Muss ihn leider jetzt hier rauslassen, weil das doch ein bisschen länger gedauert hat, als ich dachte. Beziehungsweise, ja, weiß ich nicht. Die Trainer hier sind bestimmt kein Problem. Ist ja nichts. Ja, weiß ich nicht. Gut, dann lasse ich ihn mal hier. Und würde sagen, irgendwie verwirrt. Verwirrte Pixel World sagt, bis dahin. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Projekt. Bis zum nächsten Part.